Ja, es ist eigentlich am Anfang war nicht einfach. Es war schwierig, auch wenn man noch nicht gemacht hat oder wenn nicht erreicht hat, wenn man erst neu in Deutschland ist, da kann man nicht machen. Am Anfang, weil ich wollte dann eigene Wohnung haben, da habe ich auch eine Anzeige gesehen in Zeitung und habe ich eine Dame angerufen und wollte ich wissen, ob ich die Wohnung bekommen kann oder eine Besichtigung damit. Sie hat mich am Anfang gefragt, was mache ich, wie lange bin ich hier? Und habe ich ihr natürlich alles erzählt. Ich bin seit 2 Jahren, ich mache meinen Hauptschulabschluss und wollte ich jetzt meine eigene Wohnung haben. Sie hat mich am Anfang sehr belobt, so. Und dass ich sehr gut Deutsch spreche und dass ich zur Schule gehe. Und dann am Ende fragte sie mich, sind Sie Türken? Ich sage, nein, ich bin Araberin. Ja, scheiße Ausländer, hat sie. Noch schlimmer, scheiße Ausländer, hat sie aufgelegt. Und das hat mich wirklich frustriert, weil ich war wirklich wütend und habe ich gesagt, warum? Das heißt nicht, wenn ich sie eine, kann sein, dass ich schlechte Erfahrungen mit einer Person gemacht habe. Das heißt nicht, alle Menschen sind gleich. Da war ich sehr traurig, aber danach habe ich. Ich glaube, es kommt darauf an, auch mit wem man unterwegs ist und wem trifft man. Und für die Jugendlichen, wie sind für die diese Erfahrungen bezüglich Diskriminierung? Ja, da viele von denen, die schlucken das und erzählen nicht davon, weil die dann auch Angst haben, wenn ich erzähle, dann komme ich in eine Ecke, wo dass ich dann so dass ich nicht dankbar bin. Und es ist auch so, dass das viele, die erwarten immer die Dankbarkeit, auch die Menschen, die helfen, die erwarten für die Jungs immer dankbar zu sein. Und die müssen immer zeigen, wir sind dankbar und wir dürfen nicht kritisieren. Manche von denen natürlich reden, denn zum Beispiel jetzt Zakaria hier hat er nicht erwähnt. Er hatte gesagt, er hat ein paar Mal so erlebt, aber hat nicht genau, also zweimal hat er erlebt, aber hat er nicht erwähnt. Der wird alles Neger bezeichnet. Und das tut auch ihn nicht gut. Das tut ihn weh und ist auch manchmal ist traurig, aber was kann man machen? Dann wird immer wieder gefragt, zum Beispiel wenn jemand mich fragt, woher kommst du, dann sage ich, komme ich aus Braunschweig. Nee, das habe ich nicht gemeint. Wo kommst du ursprünglich? Und dann denke ich mir, warum? Ich konnte auch eine Deutsche sein. Das heißt mit anderen Worten, du hast andere Aussehen, du bist keine Braunschweiger. Es für mich kommt, dass es nervt mich. Ich denke, wenn jemand immer wieder das erlebt und schluckt und nicht darüber redet und irgendwann, man weiß es nicht, wann eine Person sich radikalisiert, weil dann kann in einem kleinen Wort oder einen kleinen Punkt kommen, dass man da sagt, jetzt kann ich nicht mehr. Weil wenn man alles macht und alles tut und versucht immer sich beweisen und ich tue was und ich will hier gehören, ich will einfach einen sicheren Platz haben, ich will in dieses Land gehören und wirklich dazu gehören. Und trotzdem merke ich, ich werde nicht akzeptiert, denn irgendwann denken die, es ist nicht mein richtiger Platz. Und wenn man natürlich noch dann eine Gruppe sieht und diese Gruppe sagt immer, diejenigen sind schuld, dass du da so bist und so und so ihn unterstützen und versuchen noch mehr darauf machen, dann wird natürlich diese Person zu dieser Gruppe gehen und dann fühlt er sich ein bisschen wichtiger und ja, wird radikal wahrscheinlich. Viele andere Ausländer, wir sind eher so zwischen. Wir gehören nicht in unsere Länder, aber wir gehören auch nicht in Deutschland. Für mich, ich habe keinen anderen Platz. Es ist für mich, das ist mein Land. Auch wenn die mich nicht akzeptieren. Ich glaube an Gott, aber mehr habe ich auch nicht so, dass man sieht sofort, die ist Muslimin. Deswegen habe ich kein Problem. Aber für viele Frauen, die hier sind, und mit Kopftuch und obwohl die studiert haben, obwohl die sich integrieren wollen und die wollen was machen in diesem Land und die sind auch sehr, sehr engagiert, aber trotzdem in viele Bereiche, die kriegen keinen Job, die haben Probleme in der Gesellschaft, die werden auch in der Straße auch manchmal
diskriminiert, weil die Kopftuch tragen oder eine lange Mantel. Und wie die Frauen auch sagen, mein Kopftuch deckt meinen Kopf, aber nicht mein Gehirn. Ja, ich wünsche mir, dass wir gemeinsam zusammenleben, ohne Probleme, ohne uns gegenseitig verurteilen. Wir sind hier jetzt, ob man will oder nicht. Und wir müssen irgendwie zusammenleben. Und es wäre schöner, wenn wir gut und friedlich zusammenleben.